Vorletzter Spieltag in der deutschen Eishockeyliga, die Iserlohn Roosters zu Gast beim EHC Red Bull München. Iserlohn hatte 3 Wochen zuvor zu Hause 8:3 gewonnen. Höchste Saisonniederlage für die Münchner. Die waren auf Revanche aus. München in den blauen Trikots mit insgesamt einem schwungvollen Beginn. Und dann dieser Scheibenverlust der Roosters. Dicke Möglichkeit für JJ Peterka, der Youngster, einer der auffälligsten Münchner an diesem Abend. Absolutes Missverständnis hier zwischen O'Connor und Grenier. Noch eine gute Minute zu spielen im ersten Drittel. Und gleich steht wieder JJ Peterka im Mittelpunkt. Ist hier an der Scheibe hinter dem Tor. Dann kommt der Schuss von McWilliam und auf einmal jubelt München. Torschütze ist JJ Peterka und das ist ein besonderes Tor. Es ist das 2000. der Münchner seit ihrer DEL-Zugehörigkeit. Und es ist ein kurioses. Peterka kriegt die Scheibe an den Schlittschuh und da springt sie zu Jeneke und der wischt sie mit der Kufe rein. Dann eine 35-minütige Drittelpause wegen eines Lochs in der Scheibe. Dauert, bis die ausgewechselt ist. Dann kann es weitergehen. Iserlohn verbessert im zweiten Drittel mit dieser Chance. Grenier mit dem Querpass und Grenier mit dem Abstauber. 1:1 Ausgleich. Hier entscheidend, dass Joe Whitney die Scheibe schnell nach vorne bringt. Und dann ist das richtig gut ausgespielt. Grenier zieht in die Breite und der Schuss kommt genauso, dass der Rebound nochmal zu Grenier kommt. Verdienter 1:1 Ausgleich für die Roosters. Dieser Ausgleich hat allerdings nicht lange Bestand. München in Überzahl und München mit dem 2:1 wieder unter gütiger Mithilfe der Roosters. Roy bringt die Scheibe vors Tor und da ist es dann, sieht man gleich aus der Übertor, Ryan O'Connor, der zuletzt dran ist und die Scheibe ins eigene Tor befördert. München also wieder vorn und München fast sogar mit 3:1 vorn. Derek Roy scheitert an der Latte. Hier ganz frei kommt er zum Abschluss. Schiedsrichter schauen sich das per Videobeweis an. Es bleibt beim 2:1. Bei den Münchnern 2 Rückkehrer mit dabei. Daubner und Gogula wieder in der Formation. Dafür Saisonende bei Kapitän Patrick Hager und bei Jakob Meienschein. Blick auf die beiden Trainer Don Jackson und Brad Tepper vor dem letzten Abschnitt. Da versucht Iserlohn einiges, aber Kontermöglichkeit München. Und die nutzt einer der Rückkehrer. Philipp Gogula auf Zuspiel von Frankie Mauer zum 3:1. Das Ganze vom Bulli weg. Lautenschlager verliert die Scheibe und dann Mauer mit seiner Schnelligkeit und seiner Übersicht. Gogula mit einem richtig guten Spiel war schon einige Male am Treffer dran gewesen. Iserlohn bleibt aber dran und wird belohnt mit einigen guten Möglichkeiten. Hier Grenier für Casey Bailey und dann heißt es nur noch 2:3 aus Sicht der Gäste. Super vorbereitet von Grenier, der Boyle die Scheibe klaut und dann hinter dem Rücken Bailey bedient. Nichts zu halten für Danny Austin-Birken im Münchner Tor. Noch 10 Minuten zu spielen und die Roosters haben weitere Chancen. Nächster Fehler. Diesmal ist es der Münchner Kapitän Abelshauser und dann scheitert Bailey am Pfosten. Was für eine Riesenchance aufs 3:3. Beginnen die Schlussphase. Iserlohn versucht alles. Iserlohn zieht den Goalie und das nutzt München durch Trevor Parks. Er legt sich die Scheibe in die Mitte, bleibt dran und macht mit seinem 22. Saisontor das 4:2. München revanchiert sich also für die 3:8-Niederlage. Für Iserlohn ist das eine ganz, ganz bittere Niederlage im Playoff-Rennen. Und der Torschütze Casey Bailey mit seiner Aufarbeitung zum Spiel. I thought we battled really hard. You know, we're missing guys right now, playing a back-to-back, but no excuses. I think we gave a good effort. Andy played unreal. I thought it was a good effort from everywhere around. Das wussten wir natürlich alle, dass wir in Iserlohn nicht so ein gutes Spiel abgeliefert haben.
Und dann ging es natürlich hier drum, die Revanche zu gewinnen. Und das haben wir dann ganz gut hinbekommen. München diesmal deutlich besser. 10 Siege aus den letzten 11 Partien. Die Roosters brauchen am letzten Spieltag jetzt Schützenhilfe. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.